Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Belgico Forte. Die zweite Folge am Samstag, die 16 Uhr Folge. Ja, ich weiß, viele werden sich sagen, war doch normalerweise immer drei. Das stimmt wohl, aber es ist so, dass wir jetzt morgens Micmap reingenommen haben. Deswegen ist das leider so. Tut mir leid. Aber ich habe das ja heute in der Mittagsfolge schon begründet, warum und weshalb und ne und bla. Ja, ich hoffe, ihr versteht das, weil es macht momentan meines Erachtens mehr Spaß, auf der Micmap zu spielen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, woran es liegt. Es macht jetzt mehr Spaß, gegen den Leo zu spielen. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es mehr Spaß macht, einfach wieder von neu anzufangen. Wisst ihr, was ich meine? Sich von unten hochzuarbeiten. Das, weil du startest wirklich... Ja, ich habe mir jetzt alte Trecker gekauft und alles drum und dran, ne? Das kann auch sein, dass es das ist. Das möchte ich jetzt gar nicht verneinen. Ich weiß es einfach nicht, woran es genau liegt. Aber ja. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe darauf. So, da haben wir gleich mal die Rüben abgeladen. Und da haben wir jetzt heute Mittag schon einen Kurs angefahren. Von hier oben hier runter. Jetzt fahren wir den wieder hoch. Und wenn er da ist, soll er mir Bescheid geben, weil wir dann noch einen Kurs von der 32 zur 37 zur Entladestelle machen. Ha, so ist das. So, also ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, aber es geht schon wesentlich besser als wie gestern. Weil gestern war kompletter... Ne, komplette Exit. Aber ja, geht schon wieder einigermaßen. Gut. So, noch ein Schlückchen. Moment. So. Dann werden wir wieder unser wunderbares Förderband befüllen. So. Wunderbar. Ich werde jetzt als nächstes tatsächlich, weil es auch einige vorgeschlagen haben, nochmal einen Kurs machen. Von der BGA, also nicht von der BGA, das ist Quatsch. Einen Auf- und Abladekurs des Radladers für die Silage hier. Ich werde das einfach testen. Wenn das funktioniert, ist doch gut. So, wenn wir hier gerade dabei sind, werden wir jetzt... Achso, ich habe das eigentlich schon alles gemacht, ne? Ich glaube, den Kurs kann er immer hernehmen. Der fährt immer hinher. Düt. So, und wenn wir hier jetzt fertig sind, können wir gleich wieder hoch zum Holmer wahrscheinlich. Lalala, sind wir bald fertig? Oh, das dauert ja ewig. Aber Abschiebewagen ist schon geil, ne? Also hier würde der Kipper auch gehen, ne? Ganz klar, aber Abschiebewagen hat schon was, finde ich. Ist nice auf jeden Fall. So, der M-Man hat den Wartepunkt direkt. Sehr schön. So, du fährst mir wieder hoch. Johannes, glaube ich. Nee, ich bin nicht... Also, ich mache nicht den Tizian nach, ne? Weil auch schon gesagt wurde, hey, du gibst den Trecker Namen, das ist, macht doch nur der Tizian. Ja, ich weiß es. War doch nur so ein Gag. So. Entlassen. Weg. Rückwärtsgang. Achso, ich... Ja. Was ist... Die Bäume im Kollision, glaube ich, ne? Ich mach von hier. Von hier ungefähr, vom Rand. Zack. Mache ich hier einfach Kurse. Mache mir hier ein paar Wegpunkte dazu. So, da fahren wir hoch. Zu unserer Entladestelle, wo unser Holmer schon bereitsteht, wie wir sehen. Muss eben nur relativ hier, ne, so bleiben. Anscheinend hätte es auch mit dem, ne, mit dem anderen Holmer funktioniert, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Ich hätte nur ein bisschen warten müssen. Ja gut, wenn mir das jemand gesagt hätte, dann hätte ich es auch gemacht, aber... Ich müsste ihn eigentlich hier enden lassen. Weil da vorne beginnt schon der neue Kurs. Ich lasse ihn hier enden, glaube ich. Zack. Das heißt jetzt, Feld 32 zu 37 ULW. Speichern. Dann nehmen wir uns jetzt noch dazu den... Ach, das war... Moment mal. Zu 34? Boah, das ist ja kompletter Quatsch. Den muss ich nochmal neu machen. Wir haben jetzt 32 zu 37 ULW. So, Moment. Ich muss jetzt kurz denken. Dann brauchen wir jetzt 37 zu 34. Obwohl das nicht stimmt. Ist egal. Dann brauchen wir... dann sind wir praktisch beim Händler. Also brauchen wir 32 zur Westeinfahrt. Und dann brauchen wir die Westeinfahrt zu 32. 32. Löppt. Da sagen wir jetzt einfach Zuckerrüben, aber ganz wichtig, Abfahren bei
95%. Sag mal 9. Ja, sag mal 95. Ist egal. Mach es. Guck mal, wie weit er fährt. Eigentlich müsste er jetzt hier vorne stehen bleiben und er müsste hier überladen. Mach die Plane auf. Ist die Plane zu, oder was? Wie kann ich die Plane aufmachen? Oh, die Plane, ne? Button 16, wo ist der denn? Das war er nicht. Wow, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Moment, ich muss kurz gucken, wo ist Button 16? Hier. Ah. Lass den Button, ey. Alter Schwede. Okay. Den hier brauchen wir. Nice, der ist auch schon wieder da. Dann machen wir uns jetzt einen Kurs. Heute ist Tag des Kurserstellens hier, ey. So, dann müssen wir nochmal auskippen. Die Schaufelpositionen können wir dann durchgehen. Ist nicht das Problem. So, ich möchte nur kurz gucken, ob die das wirklich so machen, die Jungs. So, der M-Man hat 95%. Müsste eigentlich abfahren, laut Adam Riese, ne? So, M-Man. So, der Holm ist wieder weg, sagt er. Du fährst, weiter. Du weißt eigentlich, wo es hingeht. Nein. Nein. Stopp. Alter, jetzt hätte jetzt bald berührt, ne? Ah, der hat da hinten weitergemacht, ne? Oh, der fährt uns... Uah, kann man... Ja, das möchte ich nicht mit angucken. Nein, 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 nein. Oh, hier waren wir. So, jetzt starten wir einen Kurs. Der muss ich ein bisschen gucken, dass der, ne, läuft. Vorwärtsgang reingeballert. Dann machen wir hier Parkposition. Dann bis ganz hinten durchfahren. Weil, ne? Theoretisch könnte der Silo ganz hinten liegen. Sage ich jetzt mal, nur die Silage. So, ich würde sagen, hier ist okay. Parken, Rückwärtsgang rein. Da fahren wir. Uah. Die Schaufelpositionen sind jetzt momentan komplett egal. Also komplett. Die Kurve ist wichtig. Die Kurve ist sehr wichtig. Das ist die Kurve schön mittig. Und dann relativ gerade zurück. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ja, ist egal. Das war so. Okay. Und dann, vorwärts. Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier schön hinbekomme. Und dann hier so. Passt das? Moment. Das passt perfekt. Okay, hier machen wir auch nochmal eine Parkposition. Dann machen wir hier den Rückwärtsgang rein. Nehmen uns ganz viele Bommels mit. So, Vorwärtsgang rein. Ey, das klappt nie im Leben. Alles egal. Wo hat denn der Kurs begonnen? Ach, hier. So, speichern. Wow. Okay, speichern. BGA. Aufladen. Silo 2. Silage. E hat nicht mehr Platz. Läuft. Wir gehen die Schaufelposition durch, lieber Herr Kollege. Zeig mir mal, was du kannst. Beladen. Okay. Transport. Ja. Vorabladen. Muss ganz oben sein. Ist das ganz oben? Das ist ganz oben. Und ausladen ist... Gefällt mir nicht hundertprozentig, muss ich sagen. Zeig mir nochmal die hier. Die machen wir weg. Dann machen wir es einfach so. Und so. Ja. So. Ja. So. Passt. Und dann gehen wir wieder auf die Beladenstation. Nein! Verdammt! Okay, die muss ich jetzt nochmal runter machen. Der immer da durch... Ah, ich habe schon wieder vergessen, den Haltepunkt. Ne? Oh, ich bin auch so ein Wookie, ey. So. Das ist die Beladen, ne? Es wird funktionieren. Ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Ja, hallo, mein Freund. Wo willst du denn hin? Du willst schon wieder zurückfahren, ne? Aber so schnell sind wir nicht hier. Nein, 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 nein. So, weil wir fahren hier rein. Das ist etwas, was ich Köstler, glaube ich, nicht machen lassen kann. Weil er das einfach nicht zusammenbringt mit den ganzen Säulen und mit den ganzen Objekten hier.
Was mich jetzt dann wirklich interessiert, ob gleich beim links oben beim Case Puma eine Anzeige steht, mit der er da irgendwas in Anhänger reingeht. Das würde mich jetzt wirklich extrem wundern, weil beim ersten Mal hat es bei mir noch nie funktioniert. Aber vielleicht habe ich es ja mittlerweile richtig drauf und es funktioniert einfach sofort. Ja, kann ja sein. Wunder geschehen immer wieder, habe ich gehört. Aber ich habe nur davon gehört. So. Dann fahren wir das ganze Ding jetzt zurück. Also eins muss ich ja sagen, ne? Der JCB bewegt sich keinen Millimeter. Los. Stopp. Nein. Das war nicht der Plan, lieber Herr Kollege. Das war nicht der Plan. Der Plan war, hier weiterzufahren. Sehr gut. So, wir springen jetzt dahin und gucken mal, was er macht. Was los? Komm ran hier. Warum fährt er nicht hin? Hat er Angst? Weiterfahren. Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe, ne? You need to stop cursing before... Was? Das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Er weiß doch, dass er jetzt geradeaus fahren muss. Er weiß es einfach. Aber er macht's nicht. Er macht es einfach nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß, dass der Schaufelkurs immer von Beginn an... Wir testen das jetzt einfach mal. So. Zeig mir mal die Position abladen. Ja, es wird doch perfekt funktionieren. Guckt euch das mal an. Wir sagen jetzt einfach nochmal, jo, mach. Der macht das alles selbstständig, ne? Guckt euch das mal an. Das wird... Tipps und Tricks bitte gerne in den Kommentarbereich. Er lädt auf, er macht das, er ist voll. Er hat 100% drin. Er dreht hier um. Dann, was passiert noch alles hier? Er fährt ran, bleibt aber dann stehen. Ich glaube, es ist dieser BGA-Schaufelmod, der das Ganze verhindert. Kein Kommentar. Kein Kommentar, warum das jetzt funktioniert hat. Ich habe nichts anders gemacht. Aber ey, soll ich mich beschweren? Ich glaube nicht. Es funktioniert. Ist doch kein Problem. Was? Okay. Ich könnte aber derweil ein bisschen Milch machen. Ich habe jetzt Zeit, ne? Man muss ja wirklich... Ich habe jetzt Zeit, also... Das läuft, wollte ich sagen. Es läuft. Und ich habe alle Kurse abgespeichert. Das ist das Beste dran. Ich muss sie... Wenn ich das nächste Mal dann lade, dieses Safe Game, muss ich sie nur dann wieder richtig zusammenfügen. Das alles. Und ich muss den ganzen Cursebeer-Fahrern sagen, dass sie mir sagen sollen, wenn sie da sind. Und ich glaube, ne? Der ist schon aktiviert. Also, bin da gespannt, ob der losfährt, wenn er voll ist. Kann ich ihm nicht sagen, er muss losfahren, wenn er voll ist? Abfahrt bei 100. Ja, wenn voll ist, ist voll, ne? Dann muss er wegfahren. Ich kann schlecht sagen, in der und der Zeit, ne? Das ist ein bisschen kacke. Naja, ist egal. Wir schaffen das irgendwie, würde ich sagen. Was wir jetzt noch testen, das ist eine ganz eine ausgewiffte Sache. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Ob er mir hier Milch lädt. Das wäre doch eine Sache, die würde ich richtig feiern, wenn er das machen würde. Das glaube ich aber nicht. Und zwar, lass mich ganz kurz überlegen. Wenn ich jetzt hier, ich könnte einen Rundkurs machen, was, glaube ich, einfacher wäre, als wie immer vor, zurück, ne? Ich glaube aber, dass ich diesen Rundkurs hier unten starten würde. Ich sag euch dann, warum. Wir testen das einfach mal. Start. Und zwar wird dieser Kurs auch mit diesem Fahrzeug dann gefahren. Das wäre nicht das Problem. Aber, weil dann würde ich mir einmal rückwärts fahren schon mal sparen. Ne? Dann fährt er hier im Kreis, was vollkommen legitim ist. Wir testen es einfach mal. Ich glaube, dass er den Winkel nicht bekommen wird. Wenn ich das jetzt richtig formuliert habe. Ich glaube, dass wir sogar in den Mast... Boah, Alter, war das knapp. Ich glaube, dass wir sogar in den Mastbetrieb reinfahren müssen. Ja, seht ihr das? Die Kurve hier ist extrem... Ja, verdammt. Schon verkackt, ne? Schon verkackt. Okay, stopp. Weg. Nochmal von neu. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Stress, weil...
Ja, das läuft nicht so. Moment mal, der hat jetzt irgendwas gemacht. Ach Gottchen. Wo stehst du denn, ey? Ah, du musst oben stehen bleiben, Herr Kollege. Ich habe ihm zu viel Strecken gegeben, er weiß nicht, wo er stehen bleiben muss. Habe ich nicht oben auch einen Wartepunkt eingesetzt, wo er eigentlich warten müsste? Oder hat er die alle übersprungen? Das könnte natürlich auch sein. Lass ihn nochmal fahren jetzt. Ja, das läuft jetzt, lustigerweise. Ich weiß nicht, warum, aber es läuft jetzt. Man soll sich nicht beschweren, wenn es läuft, habe ich gehört. Ich werde tatsächlich jetzt durch den Mastbetrieb fahren, nur um zu testen, ob das jetzt wirklich funktioniert. Aber ich glaube, dass er die Probleme beim Aufladen hat. Das glaube ich wirklich. Nochmal beginnen. Hier rum und da rum und überhaupt, ne? So, lass mich ganz kurz gucken, wo der... Ach doch, jetzt fährt er runter. Die Frage ist nur, überspringt er oder wartet er? Verzeihung. So, jetzt kommt eine markante Stelle hier. Die müssen wir einfach richtig meistern. Ganz nach links. Ich brauche Bubbles hier. Bubbles, Bubbles, Bubbles. Wow. Ich muss ihn unbedingt Allrad geben. Ah, jetzt hat er den Punkt erreicht. Okay. Jetzt ergibt das auch Sinn, ne? So, wir fahren hier außen rum. Ist das klug? Ich weiß es nicht. Es wäre auf alle Fälle besser für uns alle. Weil so würde es funktionieren wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob ich hier einen Wartepunkt setzen muss. Eigentlich nicht. Ich habe nur Probleme mit den Wartepunkten, ne? Das wisst ihr hoffentlich. So, hier. Aufladen. Die Frage ist halt, ob man das aufladen kann, weil es ist eine andere Taste. Ja, wir gucken mal. Ich mache das jetzt mal ohne Wartepunkt. Vielleicht werde ich es bereuen, ich weiß es nicht. Weil ihr seht es hier links unten, ne? Wartepunkt erreicht, Wartepunkt erreicht. Der Case Optum ist voll. Also der ist fast voll. 1% fehlt hier noch. So, und jetzt kommt das, was mir ein bisschen Angst macht. Weil ich jetzt... Ja, das ist absichtlich, dass ich so nah ranfahre. Weil da unten beginnt schon wieder unser nächster Punkt, ne? So, ich glaube, das reicht schon. Rückwärtsgang rein. So. Abladen. Vorwärtsgang rein. Ich weiß, dass wir Überlänge haben. Tut mir wirklich leid. Aber ich möchte das unbedingt noch testen. Also richtig geil wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn der... Gut, der ist jetzt noch voll, aber das ist ein anderes Thema. Geht mir nur darum, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Jetzt fahren wir noch mal so hier. Mir geht es nur darum, ich möchte nicht, dass er Wegpunkte überspringt. Und das, glaube ich, wird ein Problem werden. Stopp. So. Abspeicherung unter... Milch. Moment mal. Milch zu Haarmilch. Kann man, ne? Läuft. Gut, ob das aber funktioniert, werden wir in der nächsten Folge erst sehen. Morgen mittags wird die sein. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Es gibt noch einige Sachen, die mir recht gut gefallen haben, diese Folge. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.